Wir bleiben bei faszinierender Technik. Sie machen stärker, schneller, sind quasi unaufhaltsam. Solche Exoskelette gibt es bisher nur im Kino. Aber was könnte man im echten Leben damit alles machen? Ein junger Mann nimmt es jetzt mit den mächtigen Entwicklern auf. In dieser Garage in Kanada plant ein 25-Jähriger die große Technikrevolution. Hi. Bist du James? Ja. Nice to meet you. Der Typ mit dem Exoskelett? That's me. And this is the Willkommen in meinem Erfinderraum. So sieht es auch aus, wie bei einem nerdigen Bastler. Aber James hat ernsthafte Ziele. Irgendwann will ich mit meiner eigenen Firma Exoskelette bauen. Fürs Gesundheitswesen, die Baubranche und den Katastrophenschutz. Und so hat alles angefangen. Im Sommer 2014 postet James dieses Video. Er trägt ein Exoskelett, das er komplett selbst gebaut hat und stemmt damit fast 80 Kilogramm. 1,5 Millionen Viewer sind verblüfft. Denn funktionierende Exoskelette kennen die meisten nur aus dem Kino. Da hat auch James die Idee her. Aus dem Film Elysium mit Matt Damon. Der kämpft gegen das Böse. Ein Exoskelett macht dabei seine Bewegungen mit und verleiht ihm Kraft. Das Ganze im Jahr 2154. Doch warum warten? James' Vision? Ein funktionierendes Exoskelett schon in wenigen Jahren. Zum Verständnis, ein Exoskelett ist kein Roboter. Es ist ein Gerüst, das am Körper angebracht wird. Es unterstützt und entlastet ihn. Heißt, hier greifen zwar James' Hände nach der Stange. 3, 2, 1. Das Gewicht aber wird vom Exoskelett getragen. Für manche Jobs echt praktisch. Meine Arme machen gar nichts. Ich könnte auch so machen. In der Medizin sind Exoskelette am weitesten. Vereinzelt helfen sie, querschnittsgelähmten Menschen zu laufen. Das Militär lässt sich nicht in die Karten gucken. Insider glauben, Exoskelette sind 2018 kampfbereit. Das meiste Geld steckt in der Industrie. Darum sollen Exoskelette in Deutschland ab 2016 beim Autobau helfen. Der eine große Durchbruch fehlt aber noch. Umso beeindruckender, was James als Ein-Mann-Entwickler mit 500 Euro geschafft hat. Vielleicht ist es euch aufgefallen. Das ist dasselbe Material, das für Straßenschilder verwendet wird. Es ist also wirklich sehr einfach und billig. Doch der Prototyp hat ausgedient. James probiert ein neues Exoskelett. Er will mehr Flexibilität und mehr Kraft. Und dieses Auto hochheben. Perfekt. Es wiegt eine Tonne. So kann er das nicht heben. Aber James hat sich die Herausforderung nicht zum Spaß ausgesucht. In vielen Jobs müssen schwere Teile bewegt werden. Bislang machen das Kräne oder Bagger. James' Traum? Die Arbeiter packen selbst an. Mit seinen Exoskeletten. Um dem Ziel näher zu kommen, muss dieser Test klappen. Es ist der erste. Monatelang hat er an dem neuen Skelett gearbeitet. Es ist für die Beine, nicht den Rücken. James wäre nicht der Erste, der von einer Garage aus die Welt revolutioniert. Er ist studierter Ingenieur, gute Voraussetzungen. Der Rest ist Learning by Doing. Dazu gehört auch das Scheitern. Das Problem beim ersten Exoskelett war, ich konnte zwar viel Gewicht heben, aber es war zu viel für Rücken und Beine. Ich denke, es macht mehr Sinn, das Exoskelett von unten her aufzubauen. Klingt logisch. Wer fest auf dem Boden steht, hält mehr aus, oder? James will damit ein Auto mit einer Tonne Gewicht hochheben. Doch erst mal vorsichtig rantasten. Hält die Beinkonstruktion? Seine Freunde laden auf. Das ganze Gewicht liegt auf diesen Haken. Das ist mehr, als ich je drauf hatte. Meine Beine, sie tragen nichts von dem Gewicht. Ich könnte auch freihändig stehen. Das sind 485 Pfund. Das sind 218 Kilogramm. Fast dreimal so viel, wie er mit dem ersten Exoskelett gestemmt hatte. Jetzt geht's ans Auto. Dafür bekommt er noch diese Zylinder. Und so soll's funktionieren.
Auf meinem Rücken ist ein Kompressor. Durch Schläuche landet Druckluft in den Zylindern. So geht der Zylinder nach oben und hilft mit 1600 Pfund beim Hochheben. Die Bauteile sind aus der Roboterindustrie. Die Konstruktion hat 1000 Euro gekostet. Druckluft und Stahl. Reicht das für ein funktionierendes Exoskelett? Ob James wirklich auf dem richtigen Weg ist? Bleibt nur der Praxistest. Ran ans Auto. So, let's give it a probieren wir es. James hebt das Auto nicht mit den Händen. Es wird an den verstärkten Beinen befestigt. Die Schläuche leiten die Druckluft in die Zylinder. Gesteuert wird das Ganze mit einer Fernbedienung. Damit steuere ich das Exoskelett. Die Luft geht raus und ich runter. Wenn die Luft reinströmt, stehe ich auf. Doch noch bevor es losgeht, eine Panne. Gleich zwei der Stahlbeine haben sich gelöst. So kann James den Test nicht machen. Zu gefährlich. Das ganze Skelett könnte brechen. Ich hätte nicht gedacht, dass das zum Problem wird. Wenn die festgemacht sind, fühle ich mich besser. Abbruch also. James muss raus aus dem Exoskelett und nacharbeiten. Das Exoskelett ist nur stabil, wenn alles fest sitzt. Die zwei losen Stahlteile werden darum mit dem Rest verschraubt. So muss es klappen. James hat für das hier alles andere aufgegeben. Vor ein paar Monaten habe ich meinen Job gekündigt. Ich glaube, ich tue das Richtige. Ich hoffe, wenn ich hier weiter experimentiere, finde ich etwas, das richtig gut funktioniert. Seine Exoskelette sollen später mal den Menschen schwere Arbeiten abnehmen. Eine von vielen Hürden bis dahin will er jetzt nehmen. Alright. Na also. Tatsächlich, es klappt. Monatelang hat James geplant und gebaut. Und jetzt hebt sein Exoskelett ein ganzes Auto. Die Position kann ich jetzt eigentlich für immer halten. Die Beine sind eingerastet und es kann nichts passieren. Das lässt sich echt gut handhaben. Das Exoskelett aus der Hinterhofgarage. Jeder Visionär hat mal klein angefangen. Jetzt ist James ein großes Stück weiter. Aber noch nicht zufrieden. So sollte es beim ersten Mal laufen. Die nächsten Herausforderungen? Das Exoskelett soll flexibler werden und? Jetzt brauche ich das passende Rückenteil dafür. James Hobson und sein Traum vom Exoskelett für jedermann. Schritt für Schritt nähert er sich seinem Ziel.